Personennahverkehrs und speziell in Stuttgart der Erhaltung des Kopfbahnhofs und die Gegnerschaft gegen das Investorenprojekt Tiefbahnhaltestelle S21. Wir haben uns hier in Berlin versammelt, weil der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn angekündigt hatte, dass sie heute tagen wollen. Und wir der Meinung sind, dass sie sich dringend mit dem Thema Stuttgart 21, seinen Problemen und vor allem seinen überbordenden Kosten beschäftigen müssen. Kurzfristig hat der Aufsichtsrat nun seine Sitzung verschoben. Wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Und haben wir gedacht, Berlin ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und wir fahren trotzdem, um hier unseren Protest zum Ausdruck zu bringen. Und dafür bitte ich zunächst mal für alle, die hierher gefahren sind, also für euch, könnt ihr euch selber beklatschen, einen herzlichen Beifall für alle, die heute hierher gekommen sind. Allen Berlinern und Touristen, die hier vorbeilaufen, sei gesagt, wir stehen hier, weil wir protestieren gegen die Art und Weise, wie die DB AG, früher die Deutsche Bundesbahn, Milliarden von Steuergeldern verschwendet, um ein großes Investorenprojekt, ein zerstörerisches Investorenprojekt in Stuttgart durchzuziehen. Und wir wenden uns dafür, dass der dortige Kopfbahnhof erhalten und modernisiert wird. Einer derjenigen, die dafür mitverantwortlich sind, ist der noch Verkehrsminister Dobrindt, dem wir morgen einen Besuch abstatten werden und den wir in Form einer Betonskulptur, die ich gerade nicht sehe, da vorne steht sie ja, hierher nach Berlin mitgebracht haben. Dieser Herr Dobrindt hat sich jahrelang fast ausschließlich um die PKW-Maut in Deutschland gekümmert, anstatt um die Aufgaben, die wirklich wichtig sind, nämlich die Beförderung des Schienenverkehrs und die Vermeidung des Umweltgifte erzeugenden und für Dauerstau verantwortlichen Autoverkehrs. Was uns nun mit anderen Gruppen hier in Deutschland verbindet, ist, dass auch an anderen Stellen solche Großprojekte geplant sind, zum Beispiel am Fehmarnbelt. Ein riesiges Projekt und ich begrüße recht herzlich Karin Neumann von den Fehmarnbelt-Rettern. Karin! Außerdem Dr. Eisenhard von Löper, den Sprecher des Aktionsbündnisses für den Kopfbahnhof 21 aus Stuttgart. Und jetzt zunächst einmal Gerd Schinkel, der aus Köln angereist ist, um uns hier musikalisch zu unterstützen. Bitte für Gerd auch nochmal einen kräftigen Applaus.